Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Wir haben heute einige Thematiken, die anscheinend sich gestern abgespielt haben. Und eine davon ist Arafat Stichel gegen Shirin David Taban und Mois. Okay, gestern Abend ist Arafat, Barello, Hamid Limo und Omar auf Instagram live gegangen und haben einen Talk über diese drei gehalten. Wir schauen uns an, was denn Arafat zu sagen hat und würde sagen, let's go. Wie geht's dir, Achi? Alhamdulillah, wie geht's dir, Bruder? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wie geht's, Barello? Wie geht's, Omar? Alhamdulillah. Du sagst, wir reden von dir. Du warst so lange, Arafat. Ich habe noch still gebetet, Wallah, Alhamdulillah. Und, also, wir reden mal allgemein. Leute wissen, die sagen, Arafat war lange nicht mehr live. Wo ist er? Was macht er? Ich mache so ab und zu mal Twitch so und YouTube. Ich wollte heute eigentlich eine Folge machen, aber mein Gast ist leider krank geworden. Deswegen verschiebe ich das auf ein paar Tage. Wie geht's euch? Wie geht's dir, Omar? Wallah. Wie geht's, Hamid? Alhamdulillah, alles bestens, Bruder. Kampfsport, dies, das. Letzte. Arello, ich hab gehört, du bist jetzt echter Albaner geworden. Du bist jetzt in Albanien. Ja. Warum, Papa? Ich wollte einmal mit dir einen Stream machen auf Twitch, aber guck mal, leider. Kommst du zu mir nach Albanien? Zu dir würde ich nach Albanien kommen. Star. Aber, meinst du, habe ich Unterkunft bei dir oder? Muss ich selber Hotel bezahlen? Natürlich. Muss ich selber Hotel bezahlen? Aber wir müssen ein Bett teilen, ja? Nein, ein Bett müssen wir teilen. Warum? Oder? Nein, nicht so, danke, Roma. Brüderlich. Ja, Bruder, wenn du nachts, wenn ich schlafe, ich weiß nicht, was. Jemand Bruder, nicht Bruder. Mein Barello kann alles kommen. Ich glaube, Barello ist so der Einzige, der wirklich Arafat so mies zum Lachen bringen kann. So wie ich das gesehen habe. Vielleicht K1 auch noch. Aber ich habe noch nie gesehen, dass Barello oder Arafat so wirklich so am Kichern ist. So wie Barello das, wenn er mit Barello unterwegs ist. Na, Spaß. Wie kommt es, dass ihr alle live seid? Erzählt mal, was ist der... Also, ich habe mit Ahmed Limo geredet und wir wollen dich und Zeus reintun. Also Mois oder Zeus? Wie soll ich ihn nennen? Nenn ihn erstmal Mois. Mois. Ja. Papari, was sagst du dazu? Hä? Warum machst du so mit Kampf? Weil ihr wart gut befreundet früher. Das hat mit Freund, nicht Freund, nichts zu tun. Er möge Allah ihn recht leiten in erster Linie. Hey. Möge Allah jeden recht leiten in erster Linie. Allahumma amin. Amin. Aber amin. Er hat sich selber Unrecht getan. Ziemlich schlimm selber Unrecht getan. Das alles hätte er nicht machen müssen, auch gerade seine Familie. Weißt du, es gibt ein Sprichwort im Arabischen. Im Guten zusammengekommen, geht dem Guten auseinander. Und wenn eine Sache beispielsweise... Ja, das ist auf jeden Fall etwas davon, versteht Arafat sehr viel. Was für ein schöner Morgen. Passiert jeden. Aber ich sag immer, die Geister, die ich rief, verstehst du, was bedeutet, die Geister, die ich rief? Es gibt Privatleben, es gibt ein Schambereich eines Menschen. Du kannst nicht jeden bei dir reinlassen. Du kannst nicht jeden, hier ist meine Frau, hier ist nicht meine Frau. Hey. Sowas geht, also das geht einfach nicht. Und ich glaube, da war einfach viel zu enttäuscht und so, ja? Also, ich sag, ehrlich, deswegen sage ich, die Geister, die ich rief, ich würde in erster Linie... Ja, ich verstehe, was Arafat meint. Er meint halt so, das kennt man halt, wie soll man das sagen? Ist es halt, du lädst halt nicht jeden zu Hause zu dich ein. Es gibt halt, das ist halt aber auch kulturbedingt, ne? Weil manche haben halt so ein Rein-Raus-Haus, ne? Jeder kommt rein, jeder geht raus. Und für manche ist das zu Hause etwas extrem Privates, wo halt vielleicht nur Familienmitglieder zu Besuch kommen und das war's dann auch. Das ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich, aber ich sage immer so, es ist ja nicht so, dass man sagen muss, dass Mois jetzt irgendwen reingelassen hat. Nein, er hat Leute aus dieser Szene reingelassen und jeder, der in dieser Szene seit Jahren steckt, der weiß, es geht halt einfach dreckig zu. So, selbst bei dem harmlosesten oder selbst von dem du denkst, der ist am harmlosesten, der selbst, der besitzt eine Dreckigkeit. Versteht ihr? So. Und es war klar, dass irgendwann Mois, der Unmengen an Geld gemacht hat und, wie wir schon selber wissen, wirklich sehr, sehr verantwortungslos damit umgegangen ist,
dass halt einfach gewisse Leute, die halt deutlich weniger besitzen, sich dann irgendwann gedacht haben, bei dem kann man einen kleinen Schnapp machen. Ich würde in erster Linie so deinem Spiegel gucken und ihn sich selber die Schuld geben. Verstehst du, was ich meine? Und bevor das alles so, weiß ich nicht, mich so schamlos, los Kuffer mache, Kuffer, scheiß auf Scham. Er hat Kuffer begangen. Kuffer. Er ist ein Abtrünniger. Nein, Kuffer, Bruder, er ist vom Islam. Wenn man beleidigt, hör mir zu. Er hat nicht beleidigt, Bruder. Er hat offiziell zugegeben in seinem Video. Offiziell zugegeben. Bruder, das ist am Ende, das richtet Allah über ihn. Aber wir wissen, was ein Murtad, verstehst du, ein Abtrünniger ist. Und er soll, bevor alles so, keine Ahnung, für mich ist das mehr Schein als Sein. Das ist ja nicht, guck mal, unabhängig ist ja nicht. Rein so vom Islam her hat hier Arafat natürlich recht, ne? Kannst dich nicht über den Islam so äußern, kannst den Islam nicht so disrespekten. Und das Problem ist noch davon reden, was hat er letztens gesagt? Irgendwas mit in Bezug zu Allah, ich schwöre auf Allah und so und so und so. Das ist nicht mehr, ich weiß nicht mal, warum er das noch in den Mund nimmt, bei allem Respekt. Aber erstens müsste er sowieso die Religion neu annehmen, weil er steht nicht mehr unter dem Islam. Zweitens müsste er wirklich den Rest seines Lebens wirklich auf eine sehr, sehr gerade Art leben, um am Ende des Tages, am Tag des jüngsten Gerichts, auf Gnade zu hoffen und das halt einfach wirklich reut. Aber das ist ja halt Mois, das ist jetzt nicht Mois, ne? Mois ist weit von irgendeiner Art der Reue entfernt. Für ihn geht es gerade nur um Zahlen. Für ihn ist das gerade der maximale Moment, sagen wir mal, dass er gerade auf 1 auf iTunes-Charts ist. Dazu kommen wir vielleicht zum nächsten Video, da reden wir auch noch drüber, ob das wirklich etwas Gutes für Mois ist oder etwas sehr, sehr Schlechtes. Wie gesagt, er sieht jetzt gerade nur diese Dünya, ne, den Erfolg dieser Dünya, was diese Dünya zu bieten hat, Alkohol, Weed, Frauen, Tattoos, dies, das, jenes. Er badet sich gerade in einem sündhaften Leben. Und das jetzt natürlich nur als Muslime geredet. Und ich hoffe für ihn am Ende des Tages, dass er genau das kriegt, was er will. Ne? Weil wenn nicht, hat er sehr viel dafür aufgegeben, meiner Meinung nach. Neues. Der ist ja seit Jahren, er war ja seit Jahren auch abgetaucht und hat wieder die Kurve bekommen. Und jetzt macht das einfach nur öffentlich und denkt, er kann damit Fame generieren und Aufmerksamkeit und er will unbedingt ein Rapstar werden. Sag mal ganz ehrlich. Aber guck mal, komm, bei allen Respekt. Was bedeutet das bei genau? Respekt. Jeder soll am Ende des Tages machen, was er will. Ja? Aber eins kann ich sagen. Und wenn jemand krank ist und wenn er sagt, oh, der ist krank, dann soll er sich Hilfe suchen. Weil wenn ich eine Mandelentzündung habe, gehe ich auch zum Arzt. Okay? Stark. Ganz einfach. Und es gilt nicht nur für Mois. Was bedeutet? Warte ganz kurz, es gilt auch für alle anderen. Jeder im Netz springt auf diesen Zug. Sie sind genauso schlimm wie Mois. Es ist nichts Besseres. Jeder macht auf einmal eine Reaction und noch eine Reaction und die Vater-Direction, noch die Mutter-Direction. Dann kommt der andere. Ja, ich hab die Nase voll von diesem Junge. Der redet, der macht doch genau dasselbe seit Jahren, ja. Seit Jahren geht er auf TikTok live, redet über jeden anderen. Podcast redet über jeden anderen. Hä, wo ist der Unterschied? Wie er sich immer so versucht, so darzustellen, als würde er das selber nicht machen, ja. Was ist das? Er fängt nur Englisch an zu reden, der andere fängt nur Polnisch an zu reden. Sag mal. Einfach nur, weißt du, ich bin kein Typ, der gerne, wenn jemand schon auf dem Boden liegt, ganz kurz. Ja, natürlich. Ey, Digga, dieses, weil wir wissen ganz genau, dass er genau dieser Typ ist. Auf dem Boden liegt auch mal und noch auftreten. Verstehst du, was macht man nicht? Ja. Wenn ich was, also, wie gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Arafat. Möglich, dass sie alle recht hätten, mich auch in der Linie. Arafat, du weißt ja, ich war ja mit Mois privat befreundet und so, ne? Als ich ihn damals kennengelernt habe, vor einem Jahr, der war eigentlich voll der Gute, Janne. Der war voll, Janne. Wie du sagst, der hat seine Drogenfilme gemacht, auch da habe ich das gesehen, aber er hat nicht öffentlich gezeigt, ne? Oder als das alles rausgekommen ist, ich habe versucht, den irgendwie zu helfen und so, weißt du, was ich meine? Ich habe ihn 50 Mal angerufen, 50 Mal angeschrieben. Amar. Und wie du sagst, Bruder, der kommt einfach auf diesen Kontakt nicht zu. Meine Meinung einfach nur, es ist alles jetzt rausgekommen, wie es rausgekommen ist. Und er denkt sich, scheiß drauf, ich mach wenigstens Promo daraus. Omar, okay, bereite also, eine Sache und dann Wallah kannst du. Komm mal. Wir reden ja alles von Stolz, Ehre, bla bla bla. Erstmal, die meisten wissen gar nicht oder haben eben einen falschen Stolz.
falsche Ehre oder was sie denken, das ist Stolz. Manchmal ist es gar kein Stolz, aber sie übertreiben in ihren eigenen Dingen. Auch ich möchte auch niemand zu nahe drehen, auch seine Frau nicht zu nahe treten. Aber wenn seine Frau, dass ja alles nicht stimmt und ein bisschen Anstand ist, hat, ja, dann geht sie nicht in die Öffentlichkeit. Sie beschwert sich bei anderen. Punkt. Kalas. Aber sie will es genauso. Verstehst du, Bruder? Und dann kommen seine zwei Brüder oder drei Brüder von der Ecke und fangen auch an. Bruder, ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, was haben die Allah angetan, dass Allah sie so erniedrigt auf dieser Erde? Oh Allah, hast du gut gesagt, ich schwöre. Ich weiß, was du meinst. Allah, Rabbi. Oh, Digga, das ist Gänsehaut, sag ich ehrlich. Ja, das würde ich mich, wenn ich jetzt die wäre, würde ich mich aber auch angegriffen fühlen. Aber ich sag ehrlich, ist schon ein bisschen Gänsehaut-Zitat, sag ich ehrlich. Ja, ja, lass Arafat ein bisschen gucken. Vorhin hat er sich ein bisschen verbrannt, aber jetzt gerade ist er wieder am Kochen. Koch, Arafat, koch, koch, yalla, koch. Ich verstehe das nicht. Wenn ich an seiner Stelle, beispielsweise, ja, egal was, ich würde dieser Frau nie was unterstellen. Ich war nicht dabei, ich hab's nicht gesehen. Und auf gerade jemand auf Drogenfilme, glaube ich ihn sowieso nicht. Aber wenn sie beispielsweise, Gott bewahre, was sie gemacht hat, sag ihr einfach, fürchte Allah, ettaqillah fi nafsik. Mehr kannst du nicht sagen. Willst du sie nicht mehr haben? Trenn dich von ihr. Mach die beste Lösung mit deinen Kindern. Verstehst du? Ich komm nicht und noch ein Statement und noch ein Statement und hier und da. Bruder, ich habe so viele Videos bekommen, ich habe sie mir zuletzt gar nicht mehr angeguckt. Der Problem ist doch das, okay? Ich gebe zu einem gewissen Grad, gebe ich Arafat hier recht, ne? Dass man sagt, das hat sich hier zu einem richtigen Belustigungsspektakel entwickelt. Das stimmt 100%. Und zu einem gewissen Grad habe ich auch gesagt, ey, als der jüngere Bruder diesen einen Witz darüber gemacht hat, habe ich auch gesagt, ich fand es lustig, aber irgendwie ist es auch falsch gewesen. So, weil man einfach gemerkt hat, dass sie das jetzt Ganze versucht haben, so ein bisschen zu drehen, die Ernsthaftigkeit auszunehmen und sie ein bisschen wieder so ein bisschen mehr lustig zu machen über Ali. Ne? Und es ist halt ihr größerer Bruder und rein aus Anstand macht man sowas einfach nicht. So, nichtsdestotrotz finde ich, dass hier ein Arafat zu einem gewissen Grad doch schon ein bisschen zu schützend gegenüber Mois ist, der halt wirklich versucht hat, jeden zu verbrennen. So, was ist, wenn die Frau von Mois oder die Ex-Frau von Mois sich wirklich, sagen wir mal, Hoffnung auf eine Social-Media-Karriere gemacht hat, ne? Ist es nicht ihr Recht, vielleicht da ihren Erfolg zu suchen? Wenn sie Mois jahrelang darin supportet hat, wieso kann sie nicht ihr eigenes Ding machen? Nein, was Mois versucht hat, bevor sie überhaupt dorthin kommt, ne, oder bevor sie auf die Idee überhaupt kommt, mache ich ihr schon alles kaputt, gib ihr das Gefühl, du kannst gar nicht ins Internet rein. So. Und dasselbe hat er bei seinen Brüdern auch versucht. Er hat seine Brüder auch versucht zu verbrennen, die ja schon zu dem Zeitpunkt eine Social-Media-Karriere gehabt haben und die mussten ja ihre eigene Karriere saven. Ja, was sollen die denn machen? Sollen die sich jetzt einfach zulassen, dass jeder glaubt, dass sie den einfach Todes abgezogen haben und dass sie genauso schlimm sind wie Mois? Schwierig, versteht ihr, was ich meine? Man muss ja auch sich irgendwie, man darf das nicht nur so aus... Weil Arafat redet aus der Perspektive von außen, ne? Was ja auch korrekt ist und was auch, womit er auch nicht Unrecht hat. Aber geh einen Schritt nach vorne oder geh einen Schritt weiter und versuch dich zumindest zu einem gewissen Grad auch in diese Positionen hineinzuversetzen von einem Abu Julu, von einem Kibscharen und von einer Anissa und nicht nur von Mois. Man kommt, es sind so viele Videos, man kommt ja nicht mal hinterher. Ich will gar nicht dahinter kommen, weil ich komme nicht mal dran. Ich werde nicht mein Leben beeinflussen von, und was sind das für Vorbilder? Drogen. Und dann, guck mal, ey, ich kann, wenn ich jetzt anfange, höre ich dich auf, Wallah. Fang an. Kann ich was sagen? Bitte. Erstens habe ich eine Frage und danach werde ich, also nicht eine Frage, drei Fragen. Beantworte alles bitte, Papa, weil ich guck mal, lange nicht geredet und so, ja. Erstens, die Frau hat diese Abonnenten 340.000 gemacht, was ich in ein paar Jahren gemacht habe, in einem Tag. Und was bedeutet Man in the Mirror? Was meint er genau damit? Und hast du den Kampf von Manuelsen gesehen, wie er gewonnen hat? 30 Sekunden. Was sagst du dazu? Bitte beantworte alles. Ich dachte, du bist abgeschlossen. Aber deine Fitna, hätten sie mal lieber deine Fitna ausgenommen. Erstmal sagen wir, ich möchte auch
Ich bin hier auch kein Richter, der irgendwie über irgendjemand urteilt. Aber was ich die ganze Zeit loswerden wollte und will, wo sind denn diese Leute, erstmal, ich springe mal vom Thema, wo sind denn diese Leute, die diesen Biercoin gepusht haben, ihre Fans verarscht haben, weil sie hintenrum Kohle bekommen und das sind viele Rapper. Und mal gucken, ob ich reingehe und der eine macht dies und Werbung, um hintenrum Kohle. Das ist übrigens ein Typ aus Hamburg, Habit. Der macht das alles, okay. Hat die Kohle bezahlt und dann ist der Coin abgesprungen und fertig. Das ist eins. Lasst euch nicht auf so eine Scheiße ein. Boah, ja, also Coins würde ich sagen, wäre ich extrem vorsichtig, würde auch eigentlich kaum was von einem Deutschrapper beworben ist, in irgendeiner Art und Weise kaufen oder sich reinkaufen, auf gar keinen Fall. Dass das Krypto-Game immer noch funktioniert, ja, zu einem gewissen Grad. Aber ich würde Leuten nur empfehlen, sich wirklich da überhaupt irgendwie zu entscheiden, irgendwas an sich reinzukaufen, wenn sie wirklich in der Lage sind, sich da richtig zu informieren und in diese Materie sich richtig einzulesen. Ansonsten, also wie gesagt, dieses Coin-Game, gerade Influencer, Rapper, das ist meistens 99% auf Scam aus, euch die Taschen leer zu machen und sich selber die Taschen wieder voll zu machen. Also sehr bitte sehr, sehr vorsichtig davon sein. Das ist alles Verarsche. Die ganzen Leute, diese Möchtegern-Stars, also sind Möchtegern, sie denken wirklich, sie sind Stars, weil ein paar Leute sie anschreiben. Und dann kriegen sie Hochmut, kriegen ein bisschen Kohle in ihren Arsch gesteckt und ja, werben für so einen Coin. Die wussten ganz genau von vorne bis hinten, das ist alles Verarsche. Die haben nie einen Cent investiert. Weil wenn der Typ das Geld nicht überweist, dann sie dafür erst nicht werben. Erstens. Zweitens. Die Leute, die denken, die medizinisches Marihuana. Und denken, da gibt es so einen Schleichweg, den Islam zu umgehen. Fürchtet nochmal Allah und vergiftet diese Leute. Jeder, der Marihuana verkauft, medizinisch oder nicht medizinisch, ist ein Drogendealer. Punkt. Stark. Ist ein, weil er wird nicht den Kranken holen, der. Ich möchte sehen, dass er genau den verkauft. Da kann ich verstehen. Wenn genau das Heilmittel ist, okay. Und viele sagen sich so, ich will euch was sagen. Es ist einfach ein gutes Beispiel. Nimmst du Mois, ne, der sagt, er nimmt deswegen Tremor. Nimmt er normales Gras? Nein, er nimmt Haze Blaster 3000 XP mal 5. Versteht ihr? Die nehmen alle nicht das normale Zeug, das einfach dich beruhigt, was eine, sagen wir mal, einen weniger niedrigen THC-Wert hat und einfach einen beruhigenden Effekt hat, die Nerven beruhigt, dich beruhigt. Nein, das ist nicht am Ende des Tages das, was die meisten nehmen und weswegen sich die meisten auch Marihuana kaufen. Die meisten kaufen sich Marihuana, weil sie dann auf einem Trip sind, okay? So spirituellen Trip, keine Ahnung, was für ein Trip. Nenn es, wie du es willst, okay? So. Und wenn man wirklich auch sich nur beruhigen möchte oder wegen sowas sich das kaufen möchte, dann ist ja die CBD immer eine sehr, sehr gute Alternative. So. Aber ja, ich verstehe schon, was er hier meint. Hat er nicht Unrecht? Hat er nicht Unrecht, der Herr? Leute beten und Marihuana verkaufen. Das ist wie Alkohol. Wenn du Alkohol trinkst, du musst beten, aber deine Gebete werden 40 Tage nicht angenommen. Munkar ist nicht nur Alkohol. Alles, was berauschend ist. Und du bist doch ein Grund, der Berauschungsmittel verkauft und das schönredet. Geht in Fabriken, oh, das ist voll schön, dies, und ist ja nur auf medizinischer Basis. Ja, die wollt ihr alle verarschen, ja. Na gut gesagt, möge Allah uns davon bewahren, auf seinen Wallah, Bruder. Sterben. Meine Fragen bitte beantworten, meine Fragen. Mit 300 Pfeilen, einen Pfeil, mit Manuelsen und mit was bedeutet Man in the Mirror? Also, mit den 300.000 Followers auf in einem Tag, ist für mich, wenn jemand ich finde Rechenschaft. Erstens ist es falsche Information, sie hatte nicht 300.000 Abonnenten an einem Tag, sie hatte zu dem Zeitpunkt irgendwas schon mit 240.000 und ist dann hochgegangen auf 340.000. Also 100.000. Ablegen tust du nur bei Allah. Und gerade, yani, gerade die Frau im Islam ist sehr, sehr geschützt und geehrt. Okay? Nur eine Frau selber, finde ich, kann sich schlecht machen. Egal wie der Mann über die Frau redet, ja? Er ist schlecht. Weil er ist der Hürde, der auf seine Familie aufkommen musste. Er ist schlecht. Nicht seine Frau. Okay. Und wenn seine Frau schlecht ist, er kann sie trennen, gehen. Aber er hat den Anfang, wenn sie gut ist und Gott ist, aber was, hör mir mal zu, dann
würde sie nicht in die Öffentlichkeit gehen. Aber sie hat die Öffentlichkeit gesucht, um Fans zu generieren. Das ist meine Sicht. Ja. Sie hat auch voll viel gelogen, meine Sicht auch. Das spielt keine Rolle. Bruder, jeder, der im Internet geht, ist ein Lügner. Hey. Nein, du nicht. Bei mir ist das was ganz anderes. Ich wehre mich nicht. Das ist was ganz anderes, Bruder. Und ich bin... Ja, das ist ja... was ganz anderes. Das ganze Internet. Und wenn die sagen, ja, aber die Frau wehrt sich ja nur. Dafür haben wir Shireen David. Die macht ja für alle was. Wow. Die größte Heuchlerin von allen. Wow. Ach, offiziell. So sagt du Shireen David. Offiziell Heuchlerin. Aber oder? Über sie werde ich eine schöne Folge drehen. Ja. Da können Sie sehen, wie verheuchelt sie und ihr Manager ist. Sie und ihr Manager Taban. Männliche was? Der Manager, der Manager. Du musst nicht das Kind beim Namen nennen, du musst die Heuchler beim Namen nennen. Boah. Man in the Mirror. Was bedeutet Man in the Mirror? Yeah, Man in the Mirror. Verstehst du auch nicht, warum sagt er? Sie will gerne meine Nummer. Sie will Man in the Mirror. Was bedeutet das? Kennst du von Michael Jackson Man in the Mirror? Das Lied, ja. Doch. Aber was bedeutet? Mann im Spiegel. Was muss ich damit sagen? Man in the Mirror. Aber was will Mois damit sagen? Was will er? Bruder, ich verstehe nicht. Wenn du mich fragst, ich glaube, er will damit sagen, wenn er in den Spiegel gucken. Richtig? Was? Mann ist. Okay, in euren Augen, wer steht im Hack? Mois oder. Wie bitte? Ani. Oder... Wer steht im Hack? Die Frau oder Mois? Was denkt ihr? Im Hack? Keiner hat die Hack. Wir reden hier nicht über Hack. Keiner? Nein, wir reden hier über Shaitan-Moves. Es gibt keinen Hack. Nein, ne? Weißt du, das ist dein Ehre gewesen, dein Scharaf und alles, was zwischen... Ich kann nichts dafür. Ich habe auch gestern ein bisschen in den Live reingeguckt. Die Connection war nicht die beste, sagen wir einfach so. Also von Barello. Deine Frau bleibt zwischen dir und deiner Frau. Wie ich dir gesagt habe, wenn sie einen Fehler gemacht hat, was ich nicht sage, um Gottes Willen, dann muss er ihr sagen, hör mal zu, er hat zwei Möglichkeiten. Sich zu trennen, sie ihr zu verzeihen und dass sie wieder zu Allah findet, aber mehr hat er kein Recht. Ja, aber warte, er hat kein Recht. Guck mal, im Kontext ist das ein bisschen verzogen. Man tut ja so nach dem Motto, als hätte diese Trennung stattgefunden und Mois hätte einfach sein Ding gemacht und Enis wäre aus dem Nichts gekommen und Enis hat dieses Statement gemacht und bababababam und auf einmal Mois ist in riesen Trouble. So war das ja nicht. Mois hat angefangen im Internet von jetzt auf gleich über Nacht über Enis Stories hochzuladen. So. Fing dann an, sich immer weiter darin zu steigern, bis das irgendwann diesen Peak erreicht hat mit diesem Video von Enis und San Diego. So. Und klar, gibt natürlich vielleicht Menschen, die bevorzugen, sich nicht in der Öffentlichkeit zu äußern. Die das sich gefallen lassen werden. Die vielleicht den Weg der Polizei finden werden. Was willst du aber großartig, oder was soll die Polizei gegenüber sowas großartig machen? Die werden vielleicht Alim eine Gefährdenansprache geben und das war's. Sie können nicht ihn davon aufhalten, sagen wir mal, diese Art von Stories hochzuladen. So, deswegen wurden auch seine Accounts nie gesperrt. Es waren diese antisemitischen Beleidigungen und Co., weswegen er gesperrt worden ist. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie sich Anis in dem Moment, sagen wir mal, wehren kann, ist ein Statement. Es ist definitiv diskutabel, wie weitreichend dieses Statement hätte sein müssen. Hätten die Brüder erwähnt werden müssen in dem Kontext, die Mutter von Alim. Aber dass es sein musste, dass dieses Statement kommt, finde ich eigentlich hundertprozentig so. Ganz einfach spielen. Und er soll eine Sache nicht vergessen, er hat Kinder von ihr. Punkt. Ja, das. Und die auch nicht vergessen, er ist auch Vater ihrer Kinder. Also irgendwo, das heißt nicht, wenn ich jetzt Scheiße mache, dann kommt sie mit mehr Scheiße. Am Ende des Tages ist nur ein Haufen, Riesenhaufen Scheiße. Einer muss ja intelligent sein. Und dann, was ich gar nicht verstehe, dann kommen die Brüder, anstatt die Brüder, egal wie zerstritten sie sind, hierher
liegen und ihren Bruder so bei Sinnen, egal wie schwer das ist, egal was passiert. Nein, die wollen noch mehr, ach, ich habe keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, das ist so ein schlechter Familiendrama. Hab ich auch nicht, das ist gar nicht. Okay. Manuelsen, in 30 Sekunden gewonnen, was sagst du dazu? Denkst du, ist echt oder ist fake? Nur das, weil du bist im Urlaub. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich habe den Kampf gesehen. Ich habe den Kampf nicht gesehen, deswegen werde ich mir kein Urteil bilden. Walla, Bruder, entweder deine rechte Hand ist wirklich ein Betonschlag, so weißt du, ja, ne, Leute gehen einfach ins Knockout. Weil, Bruder, Manuel, okay, ich mag ihn, du die böse Mann, was sagst du dazu? Du die böse Mann. Ich bin ganz ehrlich zu dir, ich habe Dudi damals gesagt, hält er Ausdauer aus, wird er Bösemann schlagen. Wenn Bösemann ihn nicht ein, zwei Runden, also K.O. geschlagen hat, ich schwöre, ja, Wallah, habe ich gesagt. Weißt du noch, Varello? Er hat keine Ausdauer, ja, das ist alles. Aber hätte ihm Bösemann ein, zwei gute Dinger gegeben, getroffen, dann wäre eine Wucht gewesen. Ja. Was ist denn jetzt mit Mois und Farid Bang? Was ist mit Farid Bang? Ja, auch eine gute Frage. Sind die zusammen irgendwie? Inwiefern? Dass die beiden kämpfen? Glaube ich niemals. Ich glaube auch also, nicht wir. Also ich finde, guck mal, Arafat, ich finde, es geht hier gar nicht mehr um Geld. Weißt du, um Geld brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Es geht mehr jetzt um Ehre oder nicht? Der beschimpft den, der beschimpft den, der beschimpft seine Mutter, der beschimpft seine Tochter, der beschimpft natürlich seine Schwester. Der Boxpromoter sagt, es geht nicht um Geld. Ja, ja, wir wissen ganz genau, was du immer damit andeuten möchtest. Das hat auch gar nichts mehr mit Geld zu tun. Hamid, was wir an Geld sammeln. Was ich dir vorhin gesagt habe, was hat überhaupt alles hier überhaupt mit Ehre zu tun? Boah. Der war stark. Digga, manchmal guckt der Mann, ne? Also wirklich, der kann richtig gucken, Junge. Bruder, also, bei allem Respekt, jeder kann Fehler machen, aber wer seine Fehler erkennt und bevor es ehrenlos wird, sagt er dir, weißt du was, vielleicht bin ich ins Fettnäpfchen getreten, aber ich kehre zurück. Aber die, okay, aber die machen ja, warte ganz kurz, sie machen ja aus ehrenlosen Sachen, machen sie Werbung und provozieren noch aus ehrenlosen Sachen. Achso. Was denkt ihr, wer gewinnen würde? Zeus oder Farid Bang? Was denkt ihr, aber realistisch, wer würde gewinnen? Bruder, ich sag dir ehrlich, ich bin gleiche Gewichtsklasse. Guck mal, jetzt einfach nur rein aus Kampfsport-Sicht. Wenn es MMA Kampf ist, Mois würde gewinnen. Aber der war mit Azatar Brüder gern. Er weiß schon, wie man kämpft und so aus. Bruder, die Azatars sind MMA-Kämpfer, nicht Farid Bang. Wenn ich mit Mike, warte, wenn ich mit Mike Tyson laufe, bin ich kein Boxer. Ich laufe. Keine Ahnung. Das ist aber auch so ein bisschen cringe. Wer würde gewinnen, wer würde gewinnen, wer würde gewinnen? Was juckt das mich, wer gewinnen würde, wenn ich den Kampf eh nicht zu sehen bekomme? Also was juckt das mich? Außerdem, Mois kann gut Drehkicks, das muss man ihm lassen. Aber ich glaube, er hat katastrophale Hände. Also ich glaube nicht, dass er irgendwie boxen kann. Ich glaube auch nicht, dass er eine gute Handkoordination hat. Aber wenn es um Kicks geht, glaube ich, ist er schon wild unterwegs. Das zu 100%. Bei Farid ist halt schwer zu sagen. Ne? Farid kennt man kaum so Kampfclips. Ne? Ich glaube, durch die damaligen Schlägereien in der Disco, in der Diskothek und die Clubschlägereien, glaube ich, er kann sich gut schlagen. Ne? Also gut, er hat schon, glaube ich, Pfeffer hinter den Händen. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die spielen eher weniger eine Rolle. Power, dein Mundwerk, deine Muskeln, das sind alles so Sachen, die würde ich eher so als sekundär bezeichnen im Boxgame. Im Boxgame kommt es darauf an, deine Luft, deine Kondition an erster Stelle, deine Technik danach, dein Kampfwille danach. Solche Sachen sind meiner Meinung nach Attribute, die sich wirklich im Kampf immer wieder durchsetzen. Gerade bei den Anfängern die Kondition und wer sich mehr Technik aneignen kann. Das sind so zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Aber also es soll kein Hate sein, aber wenn ich mit jemand laufe, das wäre ja schön, wenn ich mit jemand laufe und das überträgt sich. Ja, wow. Was ich meine, Omar? Sowieso. Ja. Aber Bruder, in den Zustand, sagen wir mal so, in dem Zustand, wo Mois sich befindet,
Wird Mois verlieren. Mois. Guck mal, Mois würde wahrscheinlich im Kampf sich nackt ausziehen. Ich hasse mich. Ich hasse mich, dass ich mir das gerade vorgestellt habe. Aber das hat der Typ mit mir in den letzten Tagen gemacht, dass ich so eine Art Meinung von dem habe, dass ich glauben würde, dass er, wenn er verlieren würde im Kampf, sich einfach ausziehen würde. So, um einfach einen Moment zu kreieren. Das hat Mois mit mir gemacht, das werde ich ihm nie verzeihen. Aber vielleicht auf die Schulden, wie Ryan Garcia vielleicht gewinnt. Nein, wirklich, in dem Zustand. Wie gesagt. Bro, Ryan Garcia ist ein verdammter Profiboxer, der schon seit gefühlt, sagen wir, seit er kleiner Butschi ist und Boxen ist und der halt einfach eine Geist und der halt super Generationstalent in sich trägt und an dem Tag, als er gegen David Haney gewonnen hat, auf Steroide positiv getestet wurde. Also das ist ja ein katastrophaler Vergleich. Er soll sich fragen, er soll... Guck mal, was das Schlimme ist, ich habe mir ein paar Videos gegeben. Astaghfirullah al-Azim. Also, weil sie neben ihm gebetet hat, hat er den Islam verlassen. Also, deswegen, diese Frau, was wissen wir von der Frau? Sie hat gebetet, Alhamdulillah. Das ist schlimm, was er macht. Wallah al-Azim, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Bruder, das ist sein so. Möge Allah seine Familie recht leiten. Was ich nur sagen kann und ans Herz legen kann, wie ihn über seine Brüder und seine Familie, die sollen sich mal alle zusammenfinden, die sollen mal ein bisschen raus vom Netz, sollen mal eine ganz lange Pause machen, ja, und dann, inshallah. Gegen Farid ein Kampf dann? Ich glaube nicht, dass Farid, aber ich glaube nicht, dass Farid gegen Mois kämpft. Ich glaube auch nicht. Aber zum Beispiel Farid gegen Bösemann kann ich Farid verstehen und so, ne, wegen Reichweite und so. Aber einen krasseren, was Reichweite und so angeht, findet Farid nicht in Deutschland. Mois ist einer der krassesten, kann man sagen, was man will. Seine Story gucken 800.000. Ich schwöre bei Allah, was soll man reden? Jeder, der Mois anguckt in seiner Psyche, diese 800.000, wenn, ganz ehrlich, der Wallah, Alhamdulillah, ich habe so eine Reichweite nicht. Weil ich möchte gar nicht so krank sein. Ein Käfer sein, ein Dayus sein, ein, was du willst. Oh. Darauf bist du stolz. Wo ist diese friedliche Art von Arafat geblieben? Ja, der ist einfach innerhalb von einer Sekunde ausgerastet, Junge. Beruhigt dich mal, ja? Das ist nicht gut fürs Herz, Arafat. Astaghfirullah, ja, Rabbi. Ich will. Wallah, ich erkenne dich. Weißt du, was das Schlimme ist? Ganz ehrlich, mittlerweile, Mois kann sich mit Bushido und Anna Maria in einen Hut legen. Das ist mein Arafat! Das ist der Arafat, den ich feier! Alle drei dasselbe in Grün! Und daraus soll man stolz sein? Astaghfirullah, ya Rabbi! Omar! Bruder, ich sag dir ehrlich, Barello, du hast. Nochmal so hoch. Das ist aber. Das ist das Geile an Barello, ne? Es tut mir leid, aber genau deswegen feiere ich zu dem. 3% von 100 feiere ich Barello, weil er das aus den Leuten herausholt. Versteht ihr das? Arafat, wenn ein anderer ihn jetzt fragen würde über Mois, soll Allah ihn recht leiten. So. Sabr, dies, das, jenes. Guck mal, wie der am Anfang geredet hat und guck mal, zu was der Barello gebracht hat. So, du hast gesagt, 800.000 sind seine Zuschauer, ja? Aber wurde eine andere Frage, was ist der Preis dafür? Ja, Wallah! Kufur! Nee, nein, ich meine, was Kampf und so angeht. Ich will dir mal sagen, wenn 800.000 und er hätte ein, wie soll ich sagen, was Sinnvolles der Menschheit mitgegeben, würde ich sagen, wow, er hat der Menschheit bereichert in Wissen, in egal was, in was Positives. Und nicht Schirin, die McDonalds-Werbung macht und mein Body und mein Arsch und alles operierte Kacke. Willst du ein Body? Dann musst du pushen. Bist du ein Harry? Da werden sie gucken. Oh, das ist
bei allem Respekt, ne, aber das ist das frecheste Werk von Shirin, was sie bis jetzt gedroppt hat. Also was die sich wieder rausnimmt, ne, ist so derbe frech, dass die einfach, das Mädchen ist einfach eine einzige Operation, okay? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Po-Operation, Bauch-Operation, Brüste-Operation, Nase-Operation, Augen-Operation, Lippen-Operation. So. Heißt, gerade den, diesen Body, den du die eroperiert hast, ne? Nicht erbaut oder aufgebaut, sondern eroperiert. Das, ich habe jetzt ein neues Wort erfunden. Eroperiert. Sie hat sich einfach einen Körper eroperiert, okay? So. Ich darf das. Und sich ein. Und sie macht einen Song über Bauch, Beine, Po, stellt sich da in die Kamera mit einem Körper, der nichts mit Training zu tun hat, der nichts mit Sport zu tun hat, der nichts mit gesunder Ernährung zu tun hat. Es wird mir das komplett Falsches nach außen gesendet, so nach dem Motto, ja, das, so kannst du aussehen, wenn du Sport machst, so kannst du aussehen. Nein, aber du hast es nicht mit Sport erreicht. Wenn du es mit Sport erreicht hättest, mach so einen Song, Respekt. So. Aber du hast es nicht mit Sport erreicht. Du bist den einfachen Weg gegangen, den schnellen Weg. Und das ist überhaupt nicht zu respektieren und kann halt auch wieder so eine derbe Komplexe bei Frauen verursachen, die einfach nicht so aussehen wie Shirin David oder diese, keine Ahnung, Kurven haben wie Shirin David und sich dann unters Messer legen werden. Das ist das, was ich vor Jahren gemeint habe und was sie fortan immer wieder tut und immer schlimmer. Verarschen die ganzen kleinen Kinder, sag mal, was soll das? Ich schwöre dir, das okay, ist okay, okay. Für die ganzen kleinen Mädchen. Die ganze Kindheit. Ich meine das jetzt ernst. Menschen. Die schadet jeden einzelnen okay, Kind. Okay, die Schande, sagt ihr, die so und so. Aber Papa, sei ehrlich, findest du sie ein bisschen geil? So von rein theoretisch, so vom Augen. Wie als Männer. Warte kurz. Und genau damit hat sie dich auch erreicht. Du bist genauso so ein Opfer, Klischee-Opfer wie ihr. Ein bisschen Titten, ein bisschen Arsch, ein bisschen Lippen und läuft alles. Barello, wow. Ja, was? Warte, ich habe eine Frage an dich, Barello. Wow. Ernsthaft, ja? Kannst du zwei Minuten ernsthaft sein? Okay. Ja, Wallah. Dann hattest du sie. Hast fünf Minuten, bist der King gewesen. Würdest du sie heiraten, mit der Kinder kriegen? Ja oder nein? Geht nicht. Okay, nein, weiter. Stark gesagt. Okay, weiter. Sonst so, was geht? Mamit, Fünf Minuten hast du auf die Länge gezogen. Das wird kürzer. Wenn du, hey, du weißt, Moritz wollte ja nicht wegkommen. Barello. Wollte sein Bambus Internet, ja. Wollte er nicht live kommen? Ich schwöre auf alles, machen wir das. Wer wollte live kommen? Er kommt nicht. Moist. Du machst mir das mir geschrieben, er will mit Umar nichts zu tun haben. Er hat mit dem Telefon. Guck mal, so, also, soll ich rausgehen? Ganz kurz. Wenn Mois live kommt, gehe ich raus. Oh, Arafat, like, ich komme morgen in deinen Laden. Ich sag euch warum. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn Mois wieder normal wird und wirklich Mensch wird und sich mal für seinen ganzen Scheiß, den er hier angezettelt hat, entschuldigt, wie Mann. Und dass er wirklich auf Psychosen war und auf Drogen, dann, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich würde Mois keine Plattform geben. Weil das ist wie, der verblödet die ganzen Leute, ja. Wie gesagt, trotzdem, ich kenne Mois, ich glaube, ich bin einer der Ersten, der ihn überhaupt kennt von euch allen. Ja. Ja. Und wo er damals in meinen Laden gibt, ich habe ihm Reichweite gegeben, ich habe ihm alles, was er will, gegeben, war mir scheißegal. Ich habe auch mal mit ihm gebetet, Alhamdulillah. Aber ich mag keine Menschen, die denken, die sind neunmal schlau und gehen aus dem Islam raus, dann holen sie wieder ein Vers, dann gehen sie wieder aus dem Islam raus. Ja, das ist halt das, was ich auch meine, ist halt dieses Wechselnde, was halt sehr, sehr weird ist. Er wechselt, so wie es ihm halt einfach passt. Und so funktioniert das ganze Prinzip ja einfach nicht, so wisst ihr? So, meine Damen und Herren, das war das erste Video für heute. Wir sehen uns definitiv noch heute Abend noch einmal. Vergiss bitte nicht, dein Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.